Endometriose ist eigentlich schwierig zu beschreiben. Vergleichbar würde ich jetzt sagen, ist es so ein bisschen wie Schmerzen, Koliken, Krämpfe. Ja, von 0 auf 100, jetzt sofort sind diese Schmerzen da. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass Zellen, die eigentlich in der Gebärmutter sind, an anderen Orten wachsen. Problem ist einfach, dass diese Zellen dann aber das gleiche Muster machen wie die Zellen in der Gebärmutter. Also sie bauen sich auf, sie bluten ab und das macht natürlich Schmerzen. War dann natürlich auch bei meinem Frauenarzt, der aber gesagt hat, man sieht nichts, es ist alles gut vom Kaiserschnitt, kann das nicht kommen, er kann sich nicht erklären. Am Anfang war er sehr offen und bemüht, also beim ersten Mal und beim zweiten Mal auch und beim dritten Mal war es schon nervig. Und dann kam ganz schnell der Punkt auch, ich finde nichts, da ist nichts, sie haben nichts. Ich hatte schon zweimal meinen Frauenarzt gewechselt, sehr unglücklich leider. Ich bin da nicht weitergekommen und habe dann ein drittes Mal den Frauenarzt gewechselt. Ich bin bei einem relativ Jungen gelandet. Da habe ich so das erste Mal auch im Gespräch gemerkt, den interessiert es, was ich für Beschwerden habe. Der hat zu mir auch ganz klar gesagt, es klingt alles nach Endometriose. Ich überweise ihn in ein Endometriosezentrum. Also es war eigentlich ganz eindeutig. Man hat diesen Knoten gesehen, das habe selbst ich gesehen, hat den ausgemessen und gesagt, ja, Endometrioseknoten, sie würden das operieren. Viele Frauen glauben immer, das habe ich auch gedacht, ich bin ganz alleine. Was ist denn Endometriose? Bin ich die Einzige auf der Welt? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss was zurückgeben. Ich muss ein Netzwerk gründen. Ich möchte für Aufklärung sorgen und auch den Frauen helfen und sie abholen. Viele Frauen beschreiben das auch, dass sie sagen, nach der ersten OP, wenn der Arzt sagt, ja, sie haben Endometriose, dass sie das so als Erleichterung empfinden, was ja eigentlich völlig krass schon ist, dass jemand nach einer OP glücklich ist, dass er eine Diagnose bekommt, einen Namen für seine Erkrankung. Aber es gibt vielen Frauen einfach dieses, da ist was, ich hab's mir nicht eingebildet. Natürlich ist es eine Erkrankung, die das Leben schon auch verändert. Für mich persönlich hat es das mit einhergebracht, dass ich noch eine medizinische Ausbildung gemacht habe, in einem Endometriosezentrum arbeite, was ich sehr, sehr gerne mache, dass ich eine Familie habe, das ist toll, dass ich Kinder habe und dass ich nebenher einfach das, was ich wirklich gerne mache, was ich zurückgebe mit den Endo-Ladies, das macht einfach unglaublichen Spaß und gibt mir natürlich auch unglaublich viel zurück.